Weiter, okay?
Moment, wo das Gesicht nicht im Licht des Displays badet. Badet? Das ist jetzt der Moment, wo das Gesicht nicht im Licht des Displays badet. Erscheint. Nee, badet ist gut. Das ist jetzt der Moment, wo das Licht nicht im Licht des Displays badet. Kein LCD-Bad, kein Retina-Bad, kein Display-Bad, kein Monitor-Bad. Das Gesicht, der Blick, der geht eher so nach innen. Pause. Ist das jetzt schon Langeweile? Also Björn Höcke, Thürings. Also Björn Höcke, Thürings AfD-Spitze, befreite seinen Jünger bei einer der wöchentlichen Mittwochsaufstände in Erfurt von all ihren psychischen Problemen. Also warte mal, ich sage das nochmal. Björn Höcke, Thürings AfD-Spitze, befreite seine Jünger bei einer der wöchentlichen Mittwochsaufstände in Erfurt von all ihren psychischen Problemen. Wann auch sollte man sich auf die Couch eines Therapeuten legen? Man habe doch gar keine Zeit, weil man arbeiten gehen müsse. Ach scheiße, ich wollte den Richie noch bei Facebook fragen, ob die Bühne beim Kurztheaterspektakel erhöht ist und ob man Materialkosten zurückerstattet bekommt. Weil ich würde für meine Performance noch so Lichterkarussells bestellen. Lichterkarussells? Nennt man die so? Naja, auf jeden Fall, also ich sitze freiwillig auf der Couch, also auf meiner eigenen. Sitze hier rum und versuche mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen. Also ich glaube, Björn Höcke macht das auch. Nee, also keine Ahnung. Björn Höckes Gefolgschaft, Gefolgschaft ist auch gut eigentlich. Björn Höckes Gefolgschaft würde mich wohl eher ins Arbeitslager schicken. Bei Facebook werde ich gerne mal als Student beschimpft. Also immer dann, wenn ich auf Seiten von Türkida und AfD differenziertes Gutmenschentum vom Stapel lasse. Aber ehrlich gesagt, ich will es nicht mehr lesen. Ich will es nicht mehr verstehen wollen. Ich will da auch nicht mehr intervenieren, in der Hoffnung, ein Stolperstein zu sein. Ich bin kein Student. Ich gehe auch keiner geregelten Arbeit nach. Als Neuselbstständiger, der von seinem Unternehmertum noch nicht leben kann, kann ich mich sozusagen auf bedingungslose Grundaufstockung verlassen. Ich habe Zeit, mich meiner Informationssucht hinzugeben. Ich habe Zeit, mich meiner Differenzierungssucht hinzugeben. Diskurshopping. Und selbst das albernste Katzenvideo könnte ja vielleicht irgendwann Teil des kulturellen Erbes sein. Aber die dahergeschwommenen Fachkräfte für kulturelle Ausdifferenzierung sollen doch bitte das Sauerkraut schlucken. Und Björn Höckes Gefolgschaft, diese ehrlichen Arbeiter, also im Grunde alle bundesdeutschen ehrlichen Arbeiter, die nach Feierabend ihre Wut rauslassen, die werden von Fahr-in-Urlaub beschimpft, dass sie ausgerechnet Fahr-in-Urlaub. Und alle Studenten so, yeah. Und ich bin live dabei. Ich bade in Kurzsichtigkeit. Mein Gesicht badet im Licht des Displays. Ja, vielleicht könnte man jetzt diese Lichterkarussells zum Einsatz bringen. Das wäre doch eine gute Stelle, so ein bisschen Unterhaltung vielleicht mal. Ach ja, und ich darf Fritsch nicht vergessen zu fragen, wegen der Bühne beim KTS. Genau. Und wegen den Materialkosten, Gesundheit. Und ich frage Marina, ob die von Clouseau dieses Lied singen kann, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Dabei bist du dabei.
dabei. Ich bin dabei, bist du dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren.